Hallo, mir macht jetzt Folgendes. Wir tun jetzt im Staffelfinale diese Platten einrütteln. Und zwar macht man Folgendes. Wir haben ja jetzt alles gelegt. So sieht es jetzt aus. So cool. Mit meiner allerbesten Arbeiterin. Nur ist jetzt so, jetzt haben wir ja die Steine auf diesen Verlegesplitt gelegt. Haben die alle Außensteine eingeschnitten. Jetzt liegen die Steine ja nur da drauf. Und da legt man jetzt der Sand. Rüttelt man dann jetzt ein. Das heißt, wir nehmen ganz normales Sand. Es gibt auch so feines Sand. Und den Sand, den streuen wir jetzt ein und fegen dann ein. Und der dient da dazu, dass der diese Abstände hält. Das heißt, jetzt manche Blätter sind ja nicht so 100% gerade. Also hier zum Beispiel kann man ein ganz kleines bisschen Spalt öffnen. Und dann tut man den Sand rein. Und der Sand führt eigentlich da dazu, dass diese Abstände stabil bleiben. Wenn ich jetzt ohne Sand rütteln würde, dann verkantet die nachher und man kriegt sie gar nicht mehr auseinander. Von daher tut man jetzt den Sand ein, vorher. Man kann auch manchmal auch erst nachher. Aber ich mache es vorher, weil ich dann diese Abstände stabil halten kann. Ansonsten verkantet es nachher. Wie Wackelgummi geht es, wie Basel und Lörrach, wenn es ein Erdbeben gibt, wackelt es in der Gegend rum als Gummibrei. Und deswegen hier hinter den Sand nehmen wir, den wir übrig haben, den streue ich ein, inklusive hier. Da kann man auch unterste Schicht kann man splitten mit einer, das habe ich noch übrig. Und dann einstreuen. Hier ist auch wichtig, man sieht es hier an den Steinen. Da ist, wenn der hier so Split reintust, also wenn da so Splitkörner reinfallen, vorab, dieser Verlegesplit, der setzt sich zum Teil so hart dazwischen, dass man den Anschluss nicht mehr anpassen kann. Deswegen sollte man das halt erst ein bisschen ausrichten und dann. Und dann diesen Sand reinlegen. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt der Sand drauf, jetzt nachdem wir die ausgerichtet haben. Kleine Kontrolle. So sind wir jetzt überall durchgegangen. Die Dinger sind natürlich immer noch krumm. Das sollte sich nachher mit dem Ding ausgleichen. Und jetzt machen wir erstmal, wie gesagt, das Sand. Das Ganz normaler Sand reicht.